Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battleflat Gothic Armada 2. Ja Leute, wir haben uns jetzt entschieden, wir werden nicht das Imperium spielen und nein, wir werden auch nicht die Tyranniden spielen, sondern wir werden auf die Necrons gehen und werden jetzt ja die Kampagne starten mit den Necrons. Wir machen erstmal auf leicht, da ich ja noch nicht so ein versierter Spieler bin. Aber was ich ist, kann natürlich noch werden. So, dann gönnen wir uns erstmal das Intro. Before mankind had even emerged from primordial ooze, the Necrontyr dominated the galaxy. But unity receded, even as the bounds of their domain expanded. Fearing the collapse of their civilization, the leaders of the Necrontyr assailed the Old Ones, seeking to wrest from them the secret of eternal life. The galaxy blazed with the fires of war. Too late, the Necrontyr realized the impossibility of victory. Thus they embraced damnation. The Star Gods, the Catan, walked amongst them, offering prized immortality and long-sought victory. So ended the Necrontyr of old. Betrayed by the ambition of Zarek, the Silent King, they were dragged in chains to the fires of biotransference, transmuted from fragile and radiation-cursed bodies to forms more suited for the ravages of war. Stripped of flesh, of mortality, even of their souls, the Necrontyr passed from history. Only the Necrons remained. Oh yes, baby. Now enslaved to the will of the Catan, the Necrons at last altered the course of the war. Cosmic battle lines buckled and at last broke beneath a tide of immortal fury. As the last of the Old Ones fell, Zarek led what remained of his people in revolt against their Catan masters. The Star Gods were overthrown, shattered into shards, and forced to serve those they had once ruled. But centuries of war had taken their toll on both the Necrons and the galaxy. To preserve what remained of their empire, the Necrons retreated to colossal stasis tombs, to sleep away millennia while their domain healed and their rivals passed into dust. Freed from the shackles of time, the passing millennia meant nothing to them. 60 million years have passed, and the ancient tombs are once more stirring to life. The Necrons, forgotten by all but the Eldari, are returning to claim what was theirs. They will abide no trespassers. With the awakening of their Pharion, Kefrek the Unbroken, the Neferu dynasty arises once more. Undying legions stir in the forgotten dirt of a hundred worlds. The reconquest of the galaxy has begun. Ultra nice. Let the legions die. Oh yeah. Geil, geil, geil. Unleash the power of the Neferu. Our worlds are infested. Scour them clean. This is my hour. Und meine, mein Freund. Geil, geil, geil. Ja, Necrons, Leute, Necrons sind cool. Wisst ihr, warum ich sie gewählt habe? Ich stehe auf grün. Also so dieses Giftgrün, leuchtend Neongrün. Ist eigentlich echt meine Lieblingsfarbe. Am besten noch in Kombination mit Schwarz. Sieht es einfach immer nur ultra nice aus. You are to scour them from my sight, as you command. So shall it be, great one. The Adeptus Mechanicus fleet is drawing close to the Northern Pole. They are close to discovering our tombs. Das müssen wir verhindern. No. Their sensors are focused on the surface. Excellent. Engage silent running. Let them remain blind until it is too late.
Hier Schleichflug sagt da. Ah. So, wir lesen uns kurz aus der Ruhe durch hier. Machst du verlockt? Zum Flaggschiff zu teleportieren. Massenrückruf? Wo ist denn das? Da, crazy. Okay, cool. Das hört sich ja echt interessant an. Also sie haben so einen Teleport und die können sich auch zu ihren Einheiten teleportieren. Da sind die Gegner. Das ist geil. Wenn ich mich rein teleportiere, dann den Massenrückruf mache, wäre das doch ein geiles taktisches Ding, weil wir dann direkt eigentlich direkt losstarten könnten, um dann fiese Angriffe zu machen. Was haben wir denn so für Fähigkeiten? Das ist klar. Krass, das heilt sogar. Okay, das ist auch cool. Machen wir uns mal ein bisschen breiter. Da haben wir den Scan. Hat auch Scan. Schafft er das? Der mich gescoutet. Ach so, das ist einfach nur von der Karte. Okay, also richtig Fähigkeiten zum Kampf hat eigentlich bloß der. Der hat noch den Scan, den werden wir gleich mal anwerfen. Oh, ich hätte erst anhalten müssen. Fuck, ich glaube, ich muss echt raus teleportieren. Der eine ist auf jeden Fall verschwunden, deswegen sollten wir vielleicht mal nochmal scannen. Okay, Leute. Ja, den besorgen wir es eigentlich ganz gut. Oh, Alter, echt ein Ding nach dem anderen. Meteoroiden machen uns ganz schön Probleme hier. Fuck. Fuck. Oh, der kriegt jetzt hier ganz schön auf die Nuss.
Ob wir den irgendwie hier rauskriegen. Und vielleicht über die Heilung da was hinbekommen. Wo ist mein dickes Schiff hier? Das Drehen geht mir immer noch ein bisschen langsam, der Kamera. Und was ist das hier für Schnelltasten? Stehen hier keine Schnelltasten. Ich will das unbedingt auf eine Schnelltaste haben. Hier ist noch ein Schiff. Oh, noch mehrere Schiffe. Verdammt. Wir machen jetzt erstmal den großen Platz hier. So, die Heilung hauen wir jetzt mal raus. Oh, die kriegen den einfach nicht kaputt hier, oder was? Kommt schon, Jungs, zerstört ihn. Es soll schwer sein, ihn jetzt kaputt zu kriegen, Leute. Was ist denn das hier? Oh, die schlagen sich ganz gut, Leute. Die schlagen sich ganz gut. Ja, hier, naja, kann auch bald wieder die Heilung ausrufen. Komm schon, tötet ihn endlich. Kritischer Schaden. Go, 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 Leute. Oh, die Moral von ihm ist schon ganz schön niedrig. Aber Moral gibt es auch nirgends so. Komm schon, gib ihm den Rest jetzt. Los geht's. Gib ihm den Rest, Digga. Los geht's. Hopp, hopp, hopp. Power, power, power. Er brennt auch schon. Aber das ist die Moral von dem. Und ich glaube, Kombination. Das wissen wir schon. Riesige Asteroiden. Kommt schon wieder das nächste Schiff von denen. Er steht echt immer noch, ne? Dieser Skandar-Charm ist es der hier, ja. Ich versuche das jetzt mal. Ah ne, der will flüchten. Wir fahren jetzt mal weiter vor. Und wir kümmern uns zuerst um den hier. Priorität 1. Oh, 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 Digga, du sollst hier vorfahren. Der Kleine sollte eigentlich nichts mehr abkriegen. So, das war jetzt die Taktik. Ich bin jetzt reingegangen, habe jetzt dieses Manöver. Oh, wir haben direkt die Meuterei, weil die Moral dadurch auch bricht. Geil, Leute. Ja, dem haben wir es jetzt knackig besorgt. Das war ein geiler... Ey, die machen Spaß, Leute. Necrons sind richtig cool, aber micro-intensiv. Und die heilen ja jetzt hier meinen Kumpel, oder? 89. Irgendwie heilen die die nicht. Warum nicht?
Warum wird der nicht geheilt? Ich finde auch diese grünen Geschosse halt richtig cool. Das ist natürlich der Asteroid hier in der Schusslinie. Wir geben ihm mal Priorität 1 jetzt. Schießen auch trotzdem. Na, du sollst dich mal ein bisschen im Hintergrund halten. Ah, da ist auch schon die Meuterei ausgebrochen. Sag ich, dass du vorgehen sollst, ne? Ach so, weil er auf Priorität 1 gesetzt wurde, schießt er dann anscheinend trotzdem einfach. Aber wir wollen nochmal, wer zu geil ist. Gerne nochmal eine Heilung durchhauen. Riesige irgendwas startet, habe ich es gerade richtig gelesen, in 30 Sekunden? Okay, Leute, ich bin sehr, sehr positiv angetan von den Necrons. Muss ich sagen, sie können scannen, sie können sich teleportieren, sie können sich heilen, aber sie haben kein Schild, Leute. Das ist auch wiederum knackig. I have vanquished the servants of the false machine. Great one. Excellent. You were ever the swiftest arrow in my quiver. You will have ample chance to prove it. The formless horror quickens, stirring its mortal servants to conquest. And the servants of the false machine will surely return once their comrade's fate is known. All shall fall before your splendor, as is only proper, so that you may prepare for the coming challenges. I will order new vassals awaken to serve. Ja, geil, nochmal zwei große Kriegsschiffe. You honor me, great one. As I anticipated, the servants of the formless horror trespass my domain. They shall be punished, great one. Indeed they shall. Go. Scatter them across the sea of stars. Show them that the Neferu command greater power than they can imagine. As you command, great one. So, was haben wir denn da? Okay, das finde ich schon mal gut. Ein Spieler muss das folgende System, die Systeme kontrollieren. Okay, Hydra, Voidward System, Sentinel World Sector. Okay. Aber sofort kann in Kämpfen das riesige Asteroiden-Event stattfinden. So wie gerade eben. Das war ja auch echt anstrengend. Okay, das heißt, wir können hier überall mit einem Punkt schon reisen. Okay, was haben wir denn? Das ist ja alles unser. Wir machen Minus auf jeden Fall. Das müssen wir einnehmen. Aber hier ist bloß ein kleines Schifflein. Das kriegen wir ja wohl locker. Das ist ja ganz easy. Ja, Leute, das schaffen wir auch noch in dem Part hier, würde ich sagen. Den großen Krieg durch zu stehen. Okay. Ja, holen wir uns das hier als erstes. Ich würde sagen, wir brauchen uns auch noch keine Schiffe kaufen. Wir führen erstmal die Schlacht hier, um das Chaos zu vernichten. Was hat er denn da? Stärke 143. Also wenn wir den jetzt nicht schlagen, wir lassen es trotzdem nicht automatisch machen, weil wir ja ein bisschen Skill brauchen und ein bisschen Übung, wenn wir diese Schlacht selber führen.
10,000 years have passed since the galaxy burned in the fires of the Horus Heresy. 10 millennia. Ach, das ist das Video, was wir schon kennen aus der imperialen Kampagne. Das sparen wir uns jetzt mal, Leute. Dann einfach nochmal kurz meinen anderen Videos gucken. Als wir die imperiale Kampagne gestartet haben, war genau dieses Video schon mal. Und deswegen überspringen wir das jetzt einfach, auch wenn diese Videos soundtechnisch und so echt cool sind, auch geschichtlich. Aber ich denke, das können wir uns jetzt mal geben. Gut. Okay, wir werden uns gleich nochmal kurz die Fähigkeiten reinziehen von unseren neuen Schiffen. Aber ich glaube, es ist so... Okay, der eine ist schon getarnt. Ist der automatisch immer getarnt? Kann ich doch auch tarnen. Prinzipiell werde ich erstmal alle am Anfang tarnen. Da muss ja nicht wissen, wo wir sind. Warum ist denn der schon getarnt? So, jetzt gucken wir erstmal das Spielfeld an. Achso, ich muss ihn nur vernichten. Hier gibt es gar keine Punkte einzunehmen. Hm. So scheint es. So, was haben wir denn hier? Ganz normale Angriffsfähigkeiten. Zwei Kanonen. Die haben vier Kanonen und Scan. Der hat ganz viel cooles Zeug. Und der hat anderes Zeug. Das ist das mit dem Heilen. Was hat er denn hier dabei? Erzeugt eine Blitzverbindung zwischen dem Schiff und einem verbündeten Necron-Schiff über eine maximale Distanz von 9000 Einheiten. Feindliche Schiffe, die in den Blitz geraten, erleiden 60 Schaden pro Sekunde und die Panzerung wird dabei ignoriert. Die Verbindung hält 20 Sekunden lang. Aha, an. Außer wenn die Schiffe mehr als 10.000 Einheiten voneinander entfernt sind. Okay, das ist aber kompliziert zu treffen. Das ist schwer. Belebt drei Truppen auf verbündeten Necron-Schiffe mit leichten oder schweren Verlusten und auf verbündete freitreibende Wracks wieder. Was heißt denn? Heißt es wirklich, wenn ein Fahrzeug von mir kaputt ist? Kann ich das dann wieder zurückholen damit? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das wäre natürlich krass, Leute. Okay, wir starten erstmal und gucken mal, wo sich die kleinen Scheiße aufhalten. Da ist direkt ein Asteroidenfeld vor uns. Ja, bloß nicht hier in die Asteroiden reinfliegen. Ah, der sieht so ein bisschen gefährlich aus. Okay, wo sind meine Gegner? Hier, geradezu. Es ist tatsächlich nur ein Schiff, ne? Den werden wir dann schön ausmanövrieren. Das Spiel ist schon richtig cool, ne? Also, man muss natürlich so ein bisschen auch auf das Ganze stehen. Ach, nee, zwei Schiffe, oder? Nee, doch eins. Man muss natürlich ein bisschen darauf stehen. Cool wäre noch, wenn man Formation einnehmen könnte und die dann gespeichert werden. Und dann die immer in dieser Formation fliegen würden. Das wäre natürlich auch geil. Aber so richtig klappt das irgendwie nicht. Zumindest weiß ich noch nicht wie. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es mir in die Kommentare. Damit ich noch ein bisschen besser werde. Ja, was ich auch so festgestellt habe in den Multiplayer-Schlachten, die ich jetzt so mal probiert habe. Es macht wirklich Sinn. Ja, auch ein bisschen breiter sich aufzustellen und nicht alles auf einen Fleck zu machen. Oh, er hat sich jetzt getarnt. Okay, den können wir aber gleich aufklären. Gucken vielleicht sogar mit ihm. Er müsste jetzt bald in Reichweite sein. Wir warten noch einen kleinen Ticken. Die Sichtreichweite von dem ist auch ziemlich gut zum Aufklären. Da ist er. Wow, der Kleine macht aber ganz schön Schaden am Schild. Oh, der auch. Wow, also damage ist echt nicht. Versuche jetzt mal dieses Ding hier zu benutzen. Ja,
Jetzt ist er genau da drin. Oh mein Gott, hat das perfekt funktioniert, Leute. Dazu haben wir das Ding jetzt noch raus. Und das Ding. Und dann ist der Geschichte, Alter. Geiler Scheiß. Ja. Okay, die Schlacht hätten wir uns wahrscheinlich sparen können. Aber wir haben wieder eine neue Fähigkeit gesehen, die wir auch mal austesten konnten mit diesem Netz, mit dieser Verbindung. Wenn man da gut teleportiert, Leute, gut teleportiert und dann diese Verbindung zwischen diesen zwei Schiffen herstellt, kann man, glaube ich, beachtlichen Schaden erreichen. Necrons sind anscheinend wirklich sehr mikrointensiv und man muss sie sehr bedacht spielen. Aber ich mag sowas, also... Ich spiele immer ganz gerne Fraktionen, die nicht ganz so leicht sind. Oh mein Gott, ey, da kribbelt's wirklich, ne? Das ist so cool. So, man kann doch auch hier Sachen... Wir brauchen mehr Credits. 5 plus pro Zug. Was ist das hier? Minenfelder. Nein, wir brauchen das hier. Jungs, ich wollte eigentlich das kaufen. Hier sind nochmal noch Eigenschaften. Heute Stellung, Ressourcen. Okay. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Das ist das, was ich jetzt schon kriege. Also hier ist schon ein bisschen was ausgebaut. Selber könnte ich jetzt noch das Ganze schützen mit Minenfeldern oder Verteidigungsplattformen. Dafür haben wir aber noch nicht genug Geld. Ich denke... Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal bewegen können, aber ich glaube nach einem Angriff. Hier wird es interessant. 225, 145 können wir auch schlagen. Aber da können wir nicht direkt hin, weil da keine Verbindung besteht. Das heißt, wir müssen uns erstmal den snacken und dafür müssen wir erstmal hier hin, weil wir keine direkt die Verbindung hier hin haben, ne? Ne, das geht nicht. Können wir denn wenigstens wieder hier hin? Ne, können wir auch nicht. Okay, dann müssen wir den Zug beenden. Und gucken mal, was so passiert. Oh, wir müssen auch gleich mit dem Part aufhören. Leute, schade. Zug Nummer 2. Gut, ja, den nächsten Zug sehen wir dann zusammen in der Kampagne. Mit mir, dem Fierce Game. Hoffentlich haltet ihr wieder ein. Schreibt mir was, wie ihr das Spiel findet. Also ich finde es ziemlich, ziemlich gelungen, ziemlich cool. Ich glaube, Necrons könnten tatsächlich zu meiner Lieblingsarmee werden. Oder zumindest einer meiner Lieblingsarmeen. Microintensiv. Sehen richtig stylisch geil aus, haben coole Fähigkeiten, haben aber auch kein Schild und sind relativ langsam, aber sie gefallen mir. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, schreibt was in die Kommentare, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kommt gerne auf meinen Discord, Link ist in der Videobeschreibung, Leute. Wenn ihr Bock habt, mit mir was zu spielen oder gegen mich zu spielen, immer gerne raufkommen dort oder auch in meiner Community. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen und wenn ihr Geld schwammt, klickt auf meinen MMOGA-Link in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr satte Rabatte auf Spiele. Auch hier bei dem Spiel spart ihr 5 Euro, wenn ihr euch das kauft. 5 Euro haben oder nicht, ich kriege ein bisschen Provision und ihr spart Kohle. Mit diesen Worten verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, meine Lieben. Haut rein, euer Fearscream. Bye, bye.